Wir haben echt Glück mit dem Wetter, denn so macht das Belvedere auf dem Pfingstberg als Potsdams schönste Aussicht seinem Namen alle Ehre. Schauen Sie selbst. ein Meter hoch sind die Doppeltürme mit dem Pfingstberg. Und so schön der Ausblick, so italienisch der Bau. Friedrich Wilhelm IV. Verliebte sich bei seinen Reisen nach Italien in die Architektur. Die beschloss er 1848 einfach mal hier in Potsdam nachzubauen. Belvedere ist italienisch und heißt schöne Aussicht. Also gibt allein der Name einen Hinweis auf den Baustil. Und darüber weiß Barbara Schulze vom Förderverein Pfingstberg noch mehr. Was ist denn hier so typisch italienisch? An dem Gebäude alles. Also die Türme, die Kolonnaden und Arkaden, der helle Sandstein, alles nach Vorbildern von italienischen Renaissancebauten. Der Baustil ist aber bis heute eine Herausforderung, denn der Sandstein muss statt mediterranem Klima Schnee und Regen standhalten. Mehrmals hat der Förderverein das Gebäude schon wegen Feuchtigkeit in den Mauern kostspielig restauriert. Als Vorbilder für den preußischen Prachtbau dienten drei italienische Villen, darunter das Palazzo Farnese nördlich von Rom. Friedrich Wilhelm IV. Hat selbst Skizzen für dieses Gebäude hier gemacht. Ich finde das ein bisschen ungewöhnlich für einen König. Er hat sehr gern gezeichnet und hat eben überall gezeichnet, wo er konnte. Auch auf Speisekarten oder Regierungsorte und so weiter. Also das, wo er ein Blatt Papier fand, da hat er gern gezeichnet. Wie viele sind da so zusammengekommen im Laufe seines Lebens? Also es sollen an die 7000 Zeichnungen sein von ihm. Das Stückchen Deutsche Vita mitten in Potsdam hatte er sich eigentlich so vorgestellt. Ein Casino, hängende Gärten und Wassertreppen den Hang hinab. Und warum hat er das nicht gebaut? Weil erstmal die Orangerie gebaut werden sollte im Parc Sanssouci als großes Gebäude. Und wenn das fertig ist, dann sollte hier auf alle Fälle weitergebaut werden. Aber er wurde dann krank und starb und sein Bruder hatte dann kein Interesse an der Fortführung dieser Arbeiten. Sein Bruder Wilhelm I. ließ diesen Raum zum königlichen Teezimmer umgestalten. Heute finden hier romantische Hochzeiten statt. Und jährlich besuchen über 45.000 Menschen das UNESCO-Welterbe. Also entscheiden Sie selbst, ob Ihnen das Belvedere eher als unfertiges Gebäude in den Sinn kommt oder italienisches Flair.